Hallöchen, ich grüße euch. Ihr seht schon, wir sind wandern. Es hat gerade einen ordentlichen Guss mitgegeben mit Regen und Hagel. Hinter mir ist der Napoleonfelsen und wir sind im Pfälzerwald und treiben uns da rum. Und ich nehme euch mit. Ich zeige euch ein bisschen was. Oh, schicker Felsen. Das ist ja toll, es fängt an zu regnen und wir haben hier so ein kleines Dächle. Das ist ja wirklich interessant hier, diese ganzen Felsen. Olga weiß nicht, dass er da am Abgrund steht, dass es hier so runtergeht. Hüpf nicht so, nachher kippt das noch. Eine Höhle. Ah, Holger ist auch schon da in der Höhle. Ja. So Einschlüsse. Irre. Richtig beeindruckend finde ich das. Hier auch. Man kann sich richtig vorstellen, wie das unter Wasser war. Cool. Noch eine Feuerstelle und ein extra Loch. Da kann man als Fischchen durchschwimmen. Oh, sogar bis da hinten. Ein Highlight nach dem anderen hier. Cool. Hier haben wir Luchsspuren gesehen und da schlafen wir. Ich bin ja echt gespannt, wie das ausschaut. One Tigris. Ah, One Tigris. Das ist das. Und eine Katze. Die Oma ja auch eine Katze. Das ist echt klasse, da kann man drin hocken. Bei Regen auch. Wenn es immer Regen ja so ein bisschen darunter hocken, schön, ne? Ja. Vielleicht. Wir hoffen. Es regnet nicht, aber es sieht gut aus hier mit den Stöcken. Gucken, was passiert. Und es hat ein Moskitonetz, das finde ich klasse. Ja. Und da hinten so ein Lüftungsloch. Das sieht gemütlich aus. Oh, ich werde hier glaube ich 1A schlafen. Wer schläft an der Tür? Ich. Oh Mann. Herrlich, aber der Wind ist stark. Trotzdem schön warm. Oh, jetzt habe ich keine Beinbehaarung mehr. So habe ich gepennt hier. Das ist kuschelig gewesen, muss ich echt sagen. Obwohl ich beim Einschlafen. Ich habe so gefroren. Ich friere immer. Egal wie viel ich anziehe, ich habe so viel an. Die Aussicht ist schön. Das ist ein Moskitonetz. Sieht ja toll aus hier unter diesem Stein. Das ist eine kleine Stadt. Ja, wer jetzt so ein paar Playmobil-Figürchen hätte, hat hier eine 1A-Puppenstube. Ja. Birkenwurzeln von oben runter. Das siehst du jetzt an der Wurzel, was das für ein Baum ja, ist. Ja, Birke. Ah ja, guck mal, hier hängt er über uns. Und so runter. Ja. Ja, ist Wahnsinn, wie die Bäume sich festkrallen können, ne? Und hier diese, da gibt es dann noch einen Zugang zu dieser Höhle. Hier rein. Das haben wir schon gesehen, da kann man da rein. Da gehe ich jetzt mal rein. Das
dunkel und ich habe einen Rucksack auf. Das ist ja eine feine Sache hier. Ja, und das haben wir gesehen von der anderen Seite, dass hier irgendjemand mit Büschen das zugemacht hat, den Eingang. Das ist total tolles Lager. Das sieht richtig schön aus, weil jetzt auch die Sonne kommt. Vielleicht Kinder, vielleicht Bushcrafter. Ich glaube, tippe eher, dass es Kinder gewesen sind. Weil die Bierflaschen lagen woanders. Ja, hier nochmal eine Höhle. Das ist ja ein Paradies hier. Wer so spielen darf. Aber ich bezweifle, dass es die Generation noch gibt, die mit Stöckchen und Höhlen und Feuer machen im Wald spielen und sich rumtreiben bis abends. Stehen sie da wieder rum? Wunderschön. Das ist ja mal ein toller Gipfel mit einer Felsruine dabei. Da ist auch schon der Holger. Ach, und ein Bänkli. Ein toller Tag im Wald. Tolles Wochenende im Wald. Hier gibt es Wanderziele ohne Ende. Schicker Felsen. Das ist ja wirklich beeindruckend hier. Mit Höhlen und so. Das ist echt toll hier. Das sieht so lustig aus. Weiter geht's auf der Felsenrunde. Nach dem Regen. Das ist echt schön. Die Blätter sind nass. Der Weg ist ein bisschen matschig. Es tropft von den Felsen runter. Aber die Sonne trocknet schon wieder. Kommt sich so winzig vor. Diese Felswand ist gar nicht so breit, wie sie ausschaut. Von der Seite und von der Seite. Also, dass das so hält. Ja, das ist wieder anders hier. So Schichten. Gut, so lagert sich das ja ab, aber... Dieser Riesenbrocken ruht auf so ein paar Stelzen, nenne ich das mal. Genau wie hier. Es ist schon fantastisch, was die Natur so machen kann. Das waren tolle zwei Tage. Richtig klasse. Und ich sag mal Tschüss von hier. Ich schwenke jetzt hier noch auf diese Felswand, die ich echt beeindruckend finde. Hier geht der Weg runter ins Tal. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und der Pfälzerwald ist wunderschön.